Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer 2-Wochen-Legung, ganz speziell, wenn ihr in dem Element Luft geboren seid, also Zwillinge, Waage, Wassermann, sei es jetzt im Sonnen-, Mond-, Venus-, Mars-Zeichen, ne, ihr schaut da einfach, inwiefern geht ihr in Resonanz mit dieser Legung. Diese Legung gilt vom 6.6. bis 19.6.2022. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen. Ihr bedenkt, es sind allgemeine Energien. Das heißt, sie müssen aber nicht auf euch zutreffen. So, was zeigt sich denn hier? Also die Luftzeichen haben hier eine schöne Phase vor sich, wenn ihr in der Reisegruppe seid. Ihr kommt hier in die Klarheit, in die Stabilität, in eine neue Energie. Und ich habe hier ganz viel Versöhnungsenergie und Liebesenergie liegen. Also es zeigen sich hier schöne emotionale Angebote. Ich habe hier Versöhnung, ich habe Flirt liegen, ich habe die emotionale Fülle, aber auch die materielle Fülle liegen. Hier liegt auch das Thema Wunscherfüllung, Transformation und auch wirklich hier das Thema Klarheit, ne? Also Klarheit haben wir hier übrigens auch doppelt liegen, die Sterne und hier auch der König der Schwerter. Ihr tretet halt auch sehr klar auf, ihr wisst, was ihr wollt. Ihr kommt ja aus Situationen heraus, wo es vielleicht eher nicht so schön war und jetzt habe ich hier durch den Tod aus dem Tarot, was kommt danach? Ja, in euch ist so ein alter Teil gestorben oder in eurem Leben ist etwas gegangen und jetzt schaut ihr hier wirklich in eine völlig neue Energie. Ja? Ich würde mal gleich mit der Liebesenergie anfangen. Da ist es gut möglich, dass man hier entweder, wenn man noch niemanden hat, wirklich jemanden kennenlernen kann. Das könnte hier für euch halt auch ein Luftelement, also Waage, Zwillinge, Wassermann sein. Es könnte sich aber auch hier ein Skorpion zeigen für euch. Ne? Und es ist gut möglich, dass ihr hier eine Chance habt, wirklich euch mit jemandem anzunähern, der euch wirklich Reichtum geben kann. Reichtum auf emotionaler Ebene, ne? Weil das Ass der Kelche hier ist wirklich, dass man sich aufmacht, dass man, ja, dass man sich emotional wirklich öffnet. Weil das ist ja auch manchmal für die Luftzeichen nicht ganz so einfach, emotional zu sein oder wirklich im Gefühl zu sein. Und ich habe aber hier wirklich diese Transformation. Ihr habt ja eine Herzöffnung. Und vielleicht ist es auch das, dass ihr hier diesen König der Schwerter aus dem Tarot, was kommt danach, finde ich interessant, dass ihr auch dieses Schwert einmal ablegt, ne? Dass ihr hier vielleicht nicht mehr nur in dieser kühlen Energie bleibt, in dieser Verstandesenergie, sondern dass ihr hier wirklich ins Gefühl kommt, ne? Dass ihr in eine Weisheit kommt, ne? Das ist auch für mich die Karte der Weisheit, ne? Und ihr kommt hier einfach ins Gefühl, ihr transformiert hier etwas, ne? Es ist gut möglich, dass man sich hier mit jemandem versöhnen möchte, dass man hier auf jemanden zugehen möchte, dass man sich aussöhnen möchte, um etwas Altes abzulösen, was euch hier sehr belastet hat. Ne? Einige von euch könnten auch mit der Haut sehr Probleme bekommen haben in der Vergangenheit, unruhige Haut, Hautprobleme, was letztendlich daraus resultierte, dass es euch einfach emotional nicht gut ging. Also es kann zum einen sein, dass hier jemand auf euch sich zubewegt. Solltet ihr aber diejenigen gewesen sein, die ja vielleicht irgendwas nicht ganz gut gemacht haben oder sich mit jemandem versöhnen möchten, dann hättet ihr in den nächsten 2 Wochen hier wirklich eine gute Energie und eine gute Möglichkeit, um auf euer Gegenüber zuzukommen. Hier liegt die Versöhnungsenergie, ne? Gebe dir einen Kelch, ich möchte noch mal etwas lösen, ich möchte etwas klären. Hier liegt auch noch mal die Versöhnungsenergie, hier liegt auch eine Versöhnungsenergie, hier liegt die Transformation und hier liegt letztendlich auch wirklich die Wunscherfüllung. Na, vielleicht gibt es jemanden, der euch sehr wichtig ist und der könnte hier sich auch auf euch zubewegen oder ihr bewegt euch hier auf euer Gegenüber zu, ne? Weil ihr könntet ja auch den Kelch jemanden überreichen. Aber an sich ist es wirklich eine sehr schöne Energie, gerade auf emotionaler Ebene. Wenn es jetzt aber nicht um Versöhnung geht, dann habt ihr hier wirklich, wie gesagt, die Chance, in der Liebe ein großes Stück weiterzukommen, weil euch wirklich klar geworden ist, was ihr eigentlich möchtet. Ne? Euch ist bewusst geworden, ihr legt euch hier selber auf an die erste Stelle. Euch ist bewusst geworden, was euch so immer in diese Unruhe gebracht habt. Ne? Ihr wart einfach immer zu kopflastig. Ihr habt immer zu sehr auf Stabilität und Sicherheit beharrt. Ne? Und Gefühle kann man nun mal nicht kontrollieren. Und da kommt ihr in den nächsten 2 Wochen auch tatsächlich hin, dass ihr euch hier immer mehr öffnet und eure
kühle Verstandesenergie einfach auch ein bisschen loslasst. Also große Transformation für die Luftelemente. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was sich hier zeigt bei euch. Auf der beruflichen Ebene ist es gut möglich, dass man hier sehr schöne Angebote bekommt, auch auf finanzieller Basis, ne, dass man hier vielleicht wirklich einen Bonus bekommen, dass man ein Stellenangebot bekommt, wo man auch mehr verdienen würde. Ne? Also da zeigen sich auch schöne Möglichkeiten und was mir auch gut gefällt, ist, hier geht es definitiv vorwärts. Ne? Also für all diejenigen, die vielleicht das Gefühl hatten in der Vergangenheit, da ist nichts vorwärts gegangen, da hat alles stagniert, das löst sich jetzt hier tatsächlich auf, wenn ihr natürlich eine Reisegruppe seid. Am wichtigsten, glaube ich, aber ist tatsächlich für euch die Karte hier der Tod aus dem Tarot, was kommt danach? Weil da ist es so, in euch ist etwas abgestorben und hier ist die Sonne halt schon komplett aufgegangen in dem Tarot oder in dem normalen Tarot. Bei der Karte der Tod ist die Sonne noch nicht komplett aufgegangen. Also das kann man auch so übersetzen, dass euch, dass ihr hier wie so eine Art Eingebung, wie so, ja, euch ist etwas klar geworden. Ne? Euch ist wirklich etwas klar geworden. Und mit dieser Energie könnt ihr hier dann auch wirklich gut arbeiten. Entweder ihr wisst, was ihr wollt, ihr wisst, was ihr in der Liebe wollt, ihr wisst, was ihr beruflich wollt. Und dann bekommt ihr das tatsächlich auch von außen gespiegelt. Ne? Also wirklich eine sehr, sehr transformative und heilende Energie für die Luftelemente. Ja, aber ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Ich wiederhole mich manchmal etwas. Ja, da bin ich mal gespannt. Geht auch viel raus, flirtet hier, ne? Weil für den einen oder anderen hat man hier wirklich schöne Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Und das könnte halt auch wirklich sehr wirklich was Stabiles auch sein, ne? Dass ihr aus dieser, ja, wenn es bisher in der Liebe eher nicht so stabil war oder immer nur so 0815 Nummern, dann könnte man hier in der Zeit jetzt tatsächlich jemanden begegnen, mit dem man wirklich auch langfristig etwas aufbauen kann. Ne? Also keinerlei herausfordernde Aspekte. Also ich bin wirklich gespannt, was sich hier zeigt bei euch. Ihr könnt es mich ja mal wissen lassen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch, lieben Luftelementen, eine wunderschöne Zeit, eine gesunde Zeit und dann hoffentlich bis bald, ihr Lieben.